So, hallo und willkommen zur neuen Folge von 1984 FM. Hier mal, dieses Video soll sich eigentlich um Bitcoins drehen. Und dazu meine Meinung, was Positives und was Negatives, oder erst was Negatives und dann was Positives über Bitcoin. Aber vorher noch was Unfassbares. Ja? Also Arbeitgeber haften nicht für Impfschäden. Also wenn zum Beispiel der Arbeitgeber fordert, dass du dich impfen musst, ja, vom Betriebsarzt oder was auch immer, das ist ja sozusagen ein Zwang, ne? Weil wenn du danach irgendwie mal irgendein Wehwehchen haben solltest, können sie immer sagen, ja, wir haben doch gesagt, du musst dich impfen und du hast es nicht gemacht, das ist jetzt die Schuld, du bist schuld. Und worauf ich hinaus will, ist, die zwingen praktisch einen, auch wenn es nicht so richtig zwingen ist, aber sie können dich praktisch dann dran nehmen, die zwingen dich, dass du dich impfen lässt. Und dann, wenn du einen Impfschaden hast, na, dann geht es denen nichts an. Also Leute, jeder Dummdödel müsste langsam mal merken, wo er eigentlich ist. Du bist wie ein Hund, wie ein Tier. Ja, wie ein Tier. Ja. Wirst du gebraucht, dann wirst du unterstützt, dann kriegst du Futter, dann ist alles okay, dann kriegst du Hütte und Futter. Wirst du nicht mehr gebraucht, kannst du nicht mehr beißen, kannst du nicht mehr deine Arbeit machen, wirst du fallen gelassen. Also ich sage euch Leute, das ist es nämlich. Viele Menschen merken nicht, dass sie Menschen sind und von dem da oben, also von Gott, praktisch einen riesen Vorteil haben, aber auch natürlich einen riesen Nachteil. Jetzt musst du überlegen, nehme ich diese Vorteile an, aber auch die Nachteile, und bin aber ein Mensch. Ja, also praktisch bin ich als Mann musst du halt Cojones haben, ja, musst halt stark sein. Aber du kannst aber auch sagen, ach, ich bin lieber eine Maus und bin dann weg. Ja. Und Tiere, das haben wir heute mit meinen Auswanderern besprochen. Tiere, weil einige davon sind Vegetarier. Da hat man das Thema Tiere. Tiere sind, okay, also ich fasse es kurz, das hat zwar jetzt überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun, aber was soll ich denn machen, bei mir ist es halt nun mal so. Schreib dir halt was auf und mach halt eine Liste und geh halt eins nach dem anderen, du sprichst so durcheinander, deswegen werde ich jetzt deinen Kanal deabonnieren, ich deabonniere ihn jetzt, weil dann damit tue ich dir was ganz, ganz Schlimmes an, ich verlasse dich. Ich Arschloch, der den rumnörgelt, ich verlasse dich, du wirst darunter leiden. Also zurück nochmal. Also, sie haben gesagt, sie sind Vegetarier, auch vor allem wegen den Tieren. Das hatte ich ja auch mal vorgehabt, Vegetarier zu werden. Nicht, weil ich meine, mir schmeckt Fleisch sehr gut und so weiter, ja. Und nicht wegen dem, sondern weil die Tiere halt so leiden mussten. Ne? Vor allem in Deutschland und in Industrieländern. Ich habe ihnen dann gesagt, das Tier ist ja nicht wie der Mensch. Der Mensch, wenn er zum Beispiel in den USA in der Todeszelle wartet, der weiß ja, dass er jetzt praktisch getötet wird. Ja? Das Schaf läuft gerade auf der Weide und dann wird es in LKW reintransportiert. Und ich gehe jetzt vom Guten aus. Hat ein schönes Leben gehabt auf der Weide und hat gegrast und dann wird es in LKW reingebracht, weiß immer noch nichts, weil es wurde ja schon öfters mit einem LKW transportiert vielleicht, ne? Und dann kommt es zum Schlachthaus und tja, da weiß auch immer noch nichts, ne? Und dann wird es halt geschlachtet, ja. Ein Mensch kommt dann halt von der Gefängniszelle ganz woanders hin, als routinemäßig jeden Tag sonst. Der weiß genau, wo es dann hingeht, also in der Todeszelle meine ich jetzt. Und das ist halt der Nachteil als Mensch. Man weiß, wenn nun es soweit ist. Und jetzt kommt der Witz. Jemand, der wie ich ein Moslem ist, ja, der hat ja sowieso keine Angst vorm Tod. Weil er weiß ja, dass man dann, wenn man gut gelebt hat, also nicht für sich, sondern Gutes getan hat, ne, und die Sachen getan hat, was die wichtigsten Punkte halt im Koran sind, im Islam, wie helfe deinen Nächsten, gib was von deinen Vermögen ab, tu dir nichts,
kein Leid zu, füge denen kein Leid zu und helfen, 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 immer wieder helfen, helfen. Das ist sehr groß geschrieben, ja. Tja, und deswegen ist es doppelt so geil, wenn man halt ein Moslem ist, ne? Weil man hat vor nichts eine Angst, vor nichts, ja. Vor nichts. Man hat vielleicht mal Gedanken oder aber so wie eine ältere Frau, eine Oma, eine Freundin, ihre Oma, hat halt gemeint, ja, sie ist krank und dann haben wir halt über so Sachen geredet, so über die normale Menschen nicht reden. Und dann hat sie halt gemeint, ja, sie hat schon Angst vorm Tod. Ne? Sie hat schon Angst vorm Tod. Also meine Oma und also meine älteren Leute, die ich hier im Umfeld habe, keiner hat Angst vorm Tod. Natürlich werden sie vielleicht mehr Herzklopfen haben, aber so richtig Angst vorm Tod hat hier keiner. Ne? Weil die, das ist ja das Geile an unserem Glauben. Ne? Keiner kann uns Angst machen. Und genauso, wenn uns jemand wie Trump oder was auch immer, oder die Israelis da, die Moslems schlecht machen oder, ne? Keine Angst. Das wird schon, ne? Wir haben da keine Angst. Und was hat das Ganze jetzt mit den Bitcoins zu tun? Ja, gar nichts. Aber jetzt komme ich gleich zu den Bitcoins. Ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen, zu diesen Vegetarier? Warum ich keiner mehr bin? Ja, weil ich habe ja dann gesagt, zu den Vegetariern, ne, sind sehr liebe Leute übrigens, ne, ich meine jetzt nicht die Vegetarier, es gibt auch Arschloch-Vegetarier. Ne, ich meine es, meine, mit denen ich jetzt unterwegs war, mit dem Auto. Sie haben halt dann gesagt, ja, wegen uns muss dann kein Tier sterben. Ne. Ja, dann habe ich gesagt, wegen euch muss auch kein Tier leben. Ne. Und ja gut, aber trotzdem, wegen uns muss kein Tier sterben. Ist doch besser. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber wegen euch muss dann auch kein Tier, darf auch kein Tier leben. Und dann habe ich halt die Fangfrage gestellt, würdest du denn nicht als, zum Beispiel als Schaf, wenn du wüsstest, du wurdest gut aufgezogen, ein schönes Leben haben, in der Freiheit, auf der Wiese, auf der Weide, in der Hütte passt auf dich auf, kein böser Wolf greift dich an, dass du da praktisch ein schönes Leben hast, du kannst vögeln, du kannst die Landschaft auch genießen, man sieht ja, die Tiere haben ja auch Freude an allem, ne? Und du willst dir praktisch erlauben, dass du ihm das nicht gönnst? Fragezeichen. Ja? Das sind so Sachen, Leute. Aber das Wichtigste in meinem Punkt, in meinem, warum ich kein Vegetarier bin oder Veganer, ist halt, dass man halt auch die Tiere dementsprechend gut behandeln muss. Versteht ihr? Du musst denen ein schönes Leben schenken, dass du auch sagen kannst, so, du hast ein schönes Leben gehabt, jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen. Wenn aber das Tier, wie in Industrieländern vor allem, ne, natürlich wird auch in der Türkei Legebatterien geben, ja, aber ich sehe hier wirklich sogar mitten in der Stadt Schafsherden und den Hirten und da gehst du hin und kaufst dann halt dein Fleisch. Ja. Und wenn du zum Beispiel ein Schweinefresser bist und du weißt, die Schweine kann man ganz nah zusammenfärchen und die haben ein scheiß Leben, die fressen ihre eigenen Schwänze und fressen ihre eigene Scheiße. Und ist das ein schönes Leben als Schwein? Hm? Fragezeichen. Und das ist halt die Massen Schweinesteak und was auch immer, ist halt meistens so aufgebaut. Na, natürlich, wenn jemand das gut aufgezogen ist, dann hast du ihm auch ein schönes Leben geschenkt und dann ist das Ganze nicht so schlimm, meiner Meinung nach, Fleisch zu essen wie ein normaler. So, jetzt war das ein Video zum Bitcoin, zum Fleischesser. Aber jetzt geht's weiter mit, ach ja, seht ihr, hier im Hintergrund, Arbeitgeber haftet nicht für Impfschäden. Da bin ich darauf gekommen, dass man praktisch eigentlich keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier hätte. Ne? Deswegen muss man fordern, man muss fordern. Schießt ihr? Man muss fordern, man muss ein schönes Leben fordern. Und da das dies leider nicht in Deutschland geht, ich meine, Leute, erzählt mir bloß nichts. Ich habe drei, man sagt ja Bio-Deutsche aktuell hier und alles reife
intelligente, also Menschen, die halt schon ein Leben vor sich natürlich haben und aber auch hinter sich. Also keine, nichts gegen Kinder, Kinder sind ja auch intelligent, aber die haben halt so oder so, ist es halt immer so, die haben halt die Lebenserfahrung nicht. Punkt aus. Und das, die erzählen mir halt Sachen, ne, die sehen echt keine Hoffnung mehr. Ne? Und tja, und Mietverträge sind unterschrieben und schöne Wohnungen gefunden. Ey, und wisst ihr jetzt noch was ganz Wichtiges? Da freuen sich jetzt bestimmt alle Türken oder die halt so wie ich die Türkei halt sehr lieben. Wir haben heute Wohnungen angeschaut, ja, verschiedenste. Und der Witz ist, das waren alles Wohnungen, da haben die das selber so durchsickern lassen, wo praktisch in Deutschland solche Wohnungen undenkbar für einen normalen Bürger. Pool, Fitnesscenter unten im Keller, Sauna im Keller, also Gemeinschaftssauna, was auch immer, also voll top die Wohnungen. Oder die Wohnung, die jetzt gemietet wurde, ne, von der Dame, die ist auf 2 Etagen, ca. 100 Quadratmeter, die Küche ist schon so groß, also die Küche ist schon so groß, wie meine Wohnung in Nürnberg mal war. Ne? Nagelneu alles, nagelneue Küche, das Bad top, nagelneues Bad, super Fliesen, also zwei Toiletten oben und unten. Und jetzt kommt der Witz, da die Dame ja eine Katze hat, ich will jetzt hier keinen Namen verwenden. Unten machst du dann mit der isolierten Isolierglas-Schiebetür, schiebst du dann auf und was siehst du dann? Ein Garten und ein Swimmingpool. Ein Swimmingpool. Du schiebst deine praktisch Gartentür auf, also deine Wohnzimmertür schiebst du auf und dann siehst du ein Pool, Grünanlagen, dann du kannst deinen eigenen, du hast deinen eigenen grünen Bereich, das Haus ist 5-stöckig, Supermärkte sind in der Nähe. Also unglaublich, wenn du das in Deutschland, kann sich das nur einer leisten, der vielleicht 5.000 Euro netto verdient, ja. Also das ist das Gute hier, du kannst hier noch als Mensch leben, ja, als Mensch. Ja, jetzt komme ich zu den Bitcoins und da gibt es viel Negatives zu sagen, aber auch was Positives, ja. Wer das hören möchte. So, jetzt habe ich lange genug über ganz andere Sachen geredet, jetzt kommen wir zu den Bitcoins. Also Leute, passt mal auf, das ist so. Ich habe doch euch gesagt, meine Meinung habe ich euch gesagt, ich weiß schon, die interessiert auch niemanden und viele halt mich ja für geisteskrank und für blöd ist doch schön. Ich will ja nicht normal sein, weil was normal ist, sehen wir ja, normal ist, oh Gott, hört auf. Hier, ich hatte euch gesagt, dass die Bitcoins nichts eigentlich im Hintergrund haben, ne? Und staatliches Geld ist, kann zwar auch verschwinden, aber wie gesagt, dann kannst du den Staat als Schuldigen benennen. Ja? Zum Beispiel, du kannst jetzt da Miete nicht zahlen oder was auch immer. Und dann, ja, ich habe in Bitcoin investiert, sagt der Vermieter, ja, Sie Idiot. Wieso haben Sie denn das gemacht? Das hat auch gar keinen Gegenwert. Aber wenn du sagst, ja, ich hab gespart, ich habe Geld gehabt, normales Geld halt. Und dann sagt der Vermieter, ja, ich habe auch verloren. Ich meine, das ist ja normal staatliches Geld. Ja, was machen wir da? Ja, gut, da können wir ja nichts machen. Vielleicht kriege ich ja was vom Staat dann, von das Entschädigung oder was auch immer. Verstehst du? Das ist das Problem bei Bitcoin. Ja, und vor allem, dass es halt mit einem Schwachsinn erzeugt wird. Ja, jetzt kommt der Witz. Jetzt passt auf, Leute. Jetzt passt auf. Unglaublich. Ich will jetzt nicht dieses eine Land schlecht machen. Dieses Land heißt Bulgarien. Ja, will ich nicht schlecht machen. Also alle meine lieben Bulgaren, bitte seid jetzt nicht sauer, was ich jetzt sage. Aber das sind halt Tatsachen. Ja? Ich bin schon vor 15 Jahren mit Freunden mit dem Auto von Nürnberg in die Türkei gefahren. Und als wir dann Rumänien und Bulgarien hinter uns hatten und in der Türkei waren, die haben alle gesagt, das gibt's ja nicht. Ne? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, tut mir leid, das sind halt eure Regierungen dran schuld. Ja? Und in der Türkei konntest du halt, hast du noch Toiletten gehabt in den Tankstellen, ja. Du hattest überall, in jedem scheiß Eck hast du Restaurants gehabt, wo man essen konnte. Ich sag euch wirklich, in Bulgarien, vergiss es, Alter. Salat, Fremdwort, ja. Und natürlich hat es sich jetzt verbessert, aber trotzdem ist halt Bulgarien durch ständige
Es war ja auch Kommunismus, ja, es war ja damals unter russischer Ding. Hat es halt natürlich jetzt gelitten, aber es hätte ja lang genug Zeit gehabt, jetzt sich auch ein wenig aufzubauen. Ja? Schaut mal, was Erdogan aus der Türkei gemacht hat, innerhalb von 14 Jahren, von nichts Besonderem zu was Besonderem. Ja? Und sagen wir mal auch meine Auswanderer, die alles hier sehen. Ja? Das ist halt lebenswert. Ja? Jetzt komme ich zur Sache. Bulgarien ist Bitcoin-Großbesitzer. Was habe ich euch immer gesagt? Dahinter steht nichts. Hinter dem Bitcoin steht nichts. Und ich will jetzt wirklich nicht die Türkei besser oder so hinstellen, aber auf jeden Fall, es geht halt um die Infrastruktur zum Beispiel schon alleine. Scheiß auf die Länder, auf der, was auch immer, Kultur oder was auch immer. Scheiß mal auf alles, ob Bulgarien besser sind. Darum geht es nicht. Es geht jetzt hier mal nur als Wert. Und wenn ich in die Türkei fahre und überall Infrastruktur, ja, ob es Autobahnen sind oder was auch immer, alles da, ja, und überall renovierte Häuser, überall neue Häuser, überall Restaurants, Cafés, das kostet Milliarden, das kostet Geld, das machen ja die Privatleute auch, ne? Und natürlich der Staat. Also, und jetzt lese ich gerade, Bulgarien hat die meisten Bitcoins von allen anderen Ländern, von allen anderen Staaten. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das heißt, wenn ich jetzt dann sagen würde, ja gut, Bulgarien, ich habe jetzt von euch Bitcoins gekauft, ja, und wo ist der Gegenwert? Verstehst du, da ist, was ist da? Wie gesagt, ohne meine bulgarischen Freunde beleidigen zu wollen, aber ihr wisst ja, das ist halt eure scheiß Regierung, war das halt. Ja. Wie in Deutschland ja auch, wird ja auch nichts mehr Großartiges gemacht fürs Volk. Ne. Und hier steht's, wenn jetzt der Staat, also durch die Verbrecher und was weiß ich, was da für Gesocks da halt erwischt wurde, hätten die praktisch einen Großteil ihrer Schulden abbezahlt, Bulgarien. Ja, das ist doch super, Bulgarien hat also wenig Schulden. Ne? Also im Vergleich zu Deutschland, dafür hat es halt auch nichts. Ne? Das heißt, 20% seiner Staatsschulden bezahlen. Das heißt, wenn jetzt der Staat auf die Idee kommt, die Bitcoins zu verkaufen, und das wird er natürlich machen, weil, stellt euch mal vor, die haben jetzt die Möglichkeit, voll fett Geld zu bekommen und verkaufen jetzt die Bitcoins und bekommen da halt richtiges, Entschuldigung, dass ich das sage, richtiges Geld. Entschuldigung, mit richtigem Geld meine ich halt Geld, wo halt die Leute schuften mussten wie die Sau und Steuern zahlen müssten und das von den Leuten praktisch geklaut wurde. Ich meine jetzt Dollars oder Euros, ja. Und Bitcoin, wie gesagt, was ist denn da passiert? Da hat man nur einen Computer, ein Programm draufgeladen und es hat halt irgendwas gerechnet, hat Strom verbraucht und aber was hat es denn dir gebracht? Nix, nix. Das ist ein Witz. Das verstehen viele nicht. Hat es irgendwas Gutes für den Planeten geschaffen? Ja? Oder für die Menschen? Ja? Nein, während hier Autohersteller oder Tischler, Schreiner, was auch immer, Goldschmied, während die halt Sachen herstellen und das halt einen Wert hat und dafür das bezahlt wurde. Ja? Also das heißt, Bitcoin, ich kaufe praktisch was, wo Energie verschwendet wurde, einfach so. Versteht ihr diese Logik nicht? Ja? Also wie gesagt, Bulgarien, ein Land, hat die meisten Bitcoins, also als Staat gesehen. Unfassbar, ja. Das zeigt mir, dass hinter dem Bitcoin nichts steht. Nicht, dass ich jetzt Bulgarien als nichts darstellen lasse, aber wie gesagt, erzählt mir nichts. Ich bin zigmal da durchgefahren und sobald man über die Grenze fährt, dann zum Beispiel Italien, da steht auch was dahinter oder Spanien. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt Bulgarien schlecht mache, aber es ist halt so. Ja. Da muss man eine richtige Regierung ran und so wie bei uns in der Türkei, so einen Erdogan bräuchtet ihr, der eine eigene Behörde startet, wo die Bestechlichen herausfindet und die Beamten testet. Bestechlich, ich meine, mich haben sie doch selber bestochen, als ich über die Grenze wollte.
Die wollten zwar nur 5 Euro. Ne? Warum? Bei 5 Euro regt man sich halt nicht auf. Backschisch, hat er gesagt. Backschisch 5 Euro. Als ich mit dem Auto durch die Grenze fahren wollte. Ne? Backschisch, hat er gesagt. Und 5 Euro. Hätte er 20 gewollt oder 50, hätte man sich natürlich aufregen können. Ne? Aber 5 Euro, ach, Mensch, zahle ich halt. Und dann fährst halt weiter. Und so denken die natürlich auch. Und was meinst du, was das am Tag macht, wenn da zigtausende Autos vorbeifahren? Am Tag. Ja, am Tag, ohne irgendeine Quittung und gar nichts. Versteht ihr? Bulgarien bräuchte jemanden wie Erdogan, der alles richtig umsetzt. Ja? Dann Straßenkehrer einstellt, dann Straßen wieder herrichtet. Und das kostet alles staatliches Geld. Aber jetzt kommt der Witz, das schafft ja Arbeitsplätze. Und der Staat, auch mit den türkischen Straßenkehrern zum Beispiel, ja, der gibt ja auch wieder das Geld aus. Ja? Also hat man da wieder einen Umsatz. Versteht ihr? Der muss auch in eine Wohnung einziehen. Ja? Viele Syrer, die hierher gekommen sind, kaufen sich sogar Wohnungen. Also ne, stell mal vor, die syrischen Asylbewerber in Deutschland würden sich Wohnungen kaufen. Naja. Also, das ist für mich wieder ein Beweis, dass der Bitcoin ein Scheißdreck ist. Tut mir leid, Leute. Und ich kann nur jeden raten, beeilt euch, verkauft ihn so schnell wie möglich. Ja. Verkauft ihn so schnell wie möglich. Und das ist jetzt mittlerweile wirklich eine Blase geworden. Das muss jeder einsehen. Und jeder, der jetzt meint, der muss noch mitmachen, der hat halt natürlich jetzt ein wenig Schiss, ne? Weil das könnte ja jeden Moment die Blase platzen. Ne? Wann wird sie platzen? Ich sage euch ganz genau, wann sie platzen wird. Die wird Anfang Januar. Anfang Januar geht es gewaltig abwärts. Natürlich geht es dann wieder aufwärts, weil dann viele wieder eine Chance sehen. Ich habe das zwar verpasst, aber jetzt greife ich zu. Aber die Großen werden alles dann verkaufen und dann werden auch die komplett. Also ich sage euch, Januar ist vorbei. Ne? Bis Mitte Januar ist der Bitcoin-Geschichte. Investiert lieber in meine Yachten. Da habt ihr wenigstens noch was, was in der Hand. Ne? Aber ich habe halt keine 100 Stück. Ich habe nur aktuell 2 Kabinen hier drauf und eine dritte ist halbe schon reserviert und die könnt ihr auch haben. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Wer lieber Bitcoins kaufen will, sollte Bitcoins kaufen. Ne? Okay Leute, soviel von mir. Ich sag euch, das mit Bulgarien ist der letzte Beweis. Für jeden sollte das der Beweis sein. Ja? Wenn ein Land wie Bulgarien, wo also wirklich auch kein Öl besitzt oder Ölfelder oder was auch immer, oder hat es eine Mercedes-Fabrik oder was, ne, hat es nicht, ja. Mensch, wie gesagt, ohne die Bulgaren schlecht hinzustellen, ja, also Leute, bitte, ja, ich kenne Bulgaren, voll die tollen Leute, darunter genauso, ja, voll die super Leute, nur Türkei, ob es Mercedes ist, Toyota ist, alle haben hier ihre Fabriken hier in der Türkei, ja. Griechenland hat zum Beispiel nicht mal eine Autofabrik, habt ihr das gewusst? Ja? Ohne die Griechen jetzt schlecht hinzustellen. Ja? Und ein Land, was gar nichts hat, ist mir genauso lieb und recht. Ja? Ich finde auch nicht das in der Türkei so gut, dass es komplett jetzt auf Kapitalismus umstellt. Ja? Das schneller, besser Internet. Wir haben 4,5G Internet hier. In der Pampa hast du hier voll das DSL-Geschwindigkeit. Muss das sein? Das ist alles so eine Frage. Jetzt sind wir halt nun mal auf diesen Zug eingestiegen, den meistens immer Deutschland vorgibt. Schneller, besser, alles ein Scheißdreck. Mittlerweile ist ja Deutschland schlafende, eine langsame Dampflokomotive. Ja. Absichtlich, das wird ja so gewollt. Ja. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, hi, wie geht's euch? Ja, ich bin's schon wieder. Ich habe die guten Seiten vergessen. Die guten Seiten. Aber ich fasse mich ganz kurz. Die guten Seiten. Also, pass auf. Irgendwie hat
komischerweise dieser Bitcoin die ganzen Staaten, die nicht selber Geld produzieren können, dazu animiert, selber einen Tauschobjekt so ähnlich wie den Bitcoin herzustellen. Ja? Was sofort, wenn du einzahlst, sofort registriert wird, überhaupt nicht von der Fed oder Fed sage ich, von der EZB oder von was auch immer, internationalen Waren, Dingsbums. Ach, ihr wisst doch, wie die alle heißen, diese Abkürzungen. Mein Gott, so viele Abkürzungen. Und die haben ja immer mitbekommen, was du gerade verkaufst, wie viel du Geld überweist, und da hat immer der Dollar mit verdient. Ne? Und jetzt haben die Staaten endlich gemerkt, dass es nicht geht. Jetzt fangen schon einige Länder und Staaten an, ihren eigenen Kryptowährungsteil rauszubringen. Und dafür kann man Bitcoin für immer und ewig dankbar sein. Das kann wirklich die Befreiung vom System bedeuten, Leute. Das ist der Vorteil. Nur jetzt gerade aktuell der Bitcoin, wo ja überhaupt nichts dahinter steht, ja, das ist halt ein Problem. Aber die Idee ist halt der Hammer. Dafür muss man dem Bitcoin wirklich unendlich dankbar sein. Wenn jetzt die Türkei, haben sie ja vor, einen Anführungsstrichen Bitcoin rausbringt, wo auch der Staat dafür garantiert auch noch, ja, das ist natürlich mal ein anderes Lied. Ja, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.